Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir nähern uns Delirium der neuen Herausforderungsliga. Ja, sie naht. Es dauert gar nicht mehr lange und dann startet sie. Das heißt für mich, ich muss mir langsam schon mal Gedanken machen, was könnte ich denn wohl für ein Bild spielen oder auch zwei oder drei. Mal schauen. Auf alle Fälle soll es hier auf dem Kanal wieder ein Liga-Let's Play geben und da werde ich euch auch wieder abstimmen lassen, welchen Bild ich dann anteste in diesem Liga-Let's Play. Und dafür brauche ich allerdings noch ein paar Vorschläge von euch. Ich habe für mich selber so ein paar Ideen. Also ich sag mal, ein Minenleger wäre für mich wahrscheinlich ganz interessant. Den würde ich auf alle Fälle mit reinbringen in die Abstimmung. Ein Lichtbogen, Totem-Templer ist für mich ganz interessant. Auch den werde ich mit in die Abstimmung reinbringen. Aber vielleicht habt ihr auch noch viel interessantere und viel bessere Ideen. Und da möchte ich euch dann bitten, die wirklich in die Kommentare zu hauen. Welche Anforderungen habe ich an ein Bild, den ich gerne spielen möchte? Ich möchte gerne was austesten, wie ich das auch in der Vergangenheit ja ein bisschen immer wieder versucht habe. Ein Bild, von dem ich der Meinung bin, oder ihr dann in dem Fall, wenn ihr den Vorschlag macht, wo ihr sagt, den könnte man auch ohne extrem teures Equipment ziemlich weit kriegen. Das ist eigentlich immer mein großes Ziel. Ich möchte gerne Builds austesten, von denen ich sage, also die kann man als Einsteiger, kann man die super spielen, wo man noch nicht weiß, wie kommt man an dieses High-End-Equipment. Das kann man auch als Casual-Gamer, also wer vielleicht nicht so viel Zeit hat, auch der kann da relativ weit mitkommen, weil der meistens nicht die Zeit zum Power-Grinden hat. Das sind so Sachen, die mir so ein bisschen, wo ich sagen würde, das sind so ein bisschen Dinge, die wünsche ich mir einfach für ein Bild. Und genau sowas möchte ich austesten. Hintergrund ist dann einfach zu sagen, der schafft auch das ganz weit in den Maps und fast auch bis zum, und vielleicht sogar den Schluss. Vielleicht schafft er auch Sirus. Aber wenn ich den natürlich dann noch mit High-End-Equipment ausstatte, dann geht der richtig ab wie Schmitz Katze. Also wenn ihr irgend sowas in der Richtung wisst, Ideen habt oder vielleicht auch einfach Wünsche äußern wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann machen wir nächste Woche, ich denke mal spätestens Montag, entweder Sonntag oder spätestens Montag, kommt ein Video und da dürft ihr dann fleißig eine Woche lang abstimmen, was ihr denn gerne im Liga-Let's Play sehen wollt. Und die Mehrheit entscheidet dann wieder und den Bild bzw. den Char werden wir dann mit Beginn der neuen Herausforderungsliga im Liga-Let's Play sehen. Dann wird es ja noch wieder einen im Stream geben. Das ist dann wahrscheinlich eine von den anderen Vorschlägen. Und wenn ihr da fleißig seid, dann wird mir die Wahl da echt schwer gemacht. Aber wir werden dann einfach mal schauen. Und wer weiß, wenn es gut läuft, kriegen wir vielleicht sogar noch einen dritten hin. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Freue mich auf viele, viele, viele Kommentare. Macht fleißig mit. Bis zum nächsten Mal.